Ich rall das gar nicht. Dieser Dude ist so fake, ne? Ich habe das Gefühl, wirklich, in allem, was dieser Mensch macht, ist einfach fake drin. I am Zuckerpuppe hat sein Gewinnspiel gefaked und bekommt nun die Quittung. Auf dem Thumbnail steht Fake-Gewinnspiel aufgedeckt. Ich finde, das klingt spannend. Ich finde, da können wir reingehen. Hier seht ihr wieder im Titel. Es geht mal wieder um unsere Zuckerpuppe. Und ihr könnt mich auch gerne nun in den Kommentaren Hellseher nennen. Denn ich habe vorhergesagt, dass der Typ sein Gewinnspiel mit Sicherheit faken wird. Und das Ganze nur für die Promo für seinen Song. Stimmt, der hat Song-Promo gemacht und da ganz weirde Sachen gemacht, um irgendwie auf den Song aufmerksam zu machen. Er hat, glaube ich, gefaked, dass er einen Kratzer am Auto hat, ist dann runtergegangen zum Auto, hat gesagt, ich kann diesen Kratzer jetzt wegmachen, aber ich mache noch mal die Scheinwerfer vorher an, damit ich mehr sehe, wo es völlig unnötig war, weil es war alles hell. Und dann ist er reingegangen, um die Scheinwerfer anzumachen und hat seinen Song angehabt im Auto, damit er den Song noch mal zeigen kann. Ihr erinnert euch. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Ganz großes Kino. Aber ich dachte mir halt nach meinem letzten Video zu ihm, was hat der Typ eigentlich noch so gemacht? Denn plötzlich bekam ich Nachrichten, dass sein... Genau, er hat angeblich hat die Polizei ihn angerufen. Irgendwie solche Sachen. Sein Content generell ziemlich komisch ist. Er auch dreiste Aktionen abgezogen haben soll. Und er soll sogar eine Schwangerschaft mit dieser Young Stachel gefaked haben. Und deshalb habe ich mich nun auf die Suche begeben, um euch zu zeigen, wie diese Zuckerpuppe überhaupt drauf ist. Denn im letzten Video ging es ja nur um die Fake-Promo und um diese komischen Maschen, um sein Lied zu bewerben. Doch glaubt mir, diese Fake-Promo ist ein Fliegen. Zu dem, was wir jetzt noch sehen werden, denn da ist einiges Schlimmeres passiert. Beginnen wir nun aber erstmal bei seinem Fake-Gewinnspiel. Ich war nämlich die letzten Wochen ziemlich gespannt gewesen, wann er denn nun endlich sein versprochenes iPhone verlost. Stimmt, das hat er angekündigt. Er wollte ein iPhone verlosen, weil er Promo gemacht hat für seinen neuen Song. Und wenn man was verlost, dann müsste man das ja dann auch auflösen. Denn in meinem Video... Stimmt, er hatte, glaube ich, in der Verlosung, also im Gewinnspiel, hat er kein Enddatum gemacht. Also er hat nicht geschrieben, Auflösung dann und dann oder fertig dann und dann, sondern einfach nur, macht mal bitte mit. Hatte ich bereits gezeigt, dass er dort eine iPhone-Verlosung auf Instagram gestartet hat. Dort habe ich aber auch gesagt, dass ich irgendwie daran zweifle, dass diese Verlosung überhaupt richtig ausgetragen wird. Und so hat er ein Gewinnspiel ins Leben gerufen mit folgendem Text. Ich habe ein iPhone 15 im Babyblau für euch, weil mein Song, du weißt schon, diesen Donnerstag 23.59 Uhr online geht. Alles, was ihr dafür tun müsst, diesen und meine drei letzten Beiträge liken, meinen neuen Song kostenlos pre-safen, Link in Bio und mir einen Screenshot per DM von der Bestätigung schicken. Extra los. So viele Kommentare wie möglich schreiben. Wünsche euch allen super viel Glück. Ihr habt genau eine Woche bis zum 10.10.23. Und was ich halt verwirrend finde, ist, dass er halt nicht reingeschrieben hat, wann er das auflöst, weil das wäre mal wichtig zu wissen für die Zuschauer. Da ich persönlich denke, und das beruht jetzt nur auf meiner Meinung und meiner Erfahrung schon bei anderen Influencern, habe ich das Gefühl, dass er das alles nur für Promo gemacht hat und... Das ist jetzt der Alpha-Kevin aus der Vergangenheit, der alles gewusst hat. Er hat schon geahnt. Das ist vielleicht fake. Er hat schon geahnt, dass es nicht aufgelöst wird. Da schauen wir doch glatt mal vorbei, wie sein Profil jetzt so aussieht, denn seit dem eigentlichen Ende des Gewinnspiels sind mittlerweile mehr als 2 Wochen vergangen, denn dieses Gewinnspiel ist geendet am 10.10. und ich nehme jetzt gerade das Video auf am 24.10. um 16 Uhr. Und dann sah ich mich nun bei seinem Instagram- und auch das ist schon wieder ein paar Tage her, ja. Profil um und musste feststellen, dass es diesen Beitrag plötzlich gar nicht mehr gibt. Der wurde einfach gelöscht. Ich glaube, mein Schwein pfeift, dachte ich mir dabei. Merkwürdig. Denn ich war ja absolut interessiert daran, wer denn nun der Gewinner des iPhones ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe wirklich die letzten 2 Wochen jeden Tag in sein blödes Instagram-Profil geschaut, um in den Stories abzuchecken, wer denn jetzt gewonnen hat. Wie stressig. Und ich bin da einfach nicht fündig geworden, denn er war seitdem auch gefühlt nur noch inaktiv. Also er hat's richtig überprüft, Alter. Alpha Kevin hat wirklich überprüft, jeden Tag Stories geguckt, um zu checken, ob in den Stories das aufgelöst wird. Man könnte fast meinen, dass dieses... Weil dann könntest du ja sagen so, yo, dann ist es halt nirgendwo gepostet, weil Stories sind halt weg nach 24 Stunden. Gewinnspiel fake. Und es ist ja auch fein, teilweise Sachen in Stories aufzulösen, so, ne? Fake ist. Aber gut, er hat ja auch nie gesagt, wann er das Ganze auflöst. Vielleicht löst er das ja im Jahre 2026 auf. Wir wissen es ja nicht. Ey, ganz kurze Unterbrechung für einen Shoutout für meinen Partner Displayed. Heute startet nämlich bei denen eine richtig nice Aktion zum Black Friday, wo ihr dicke Discounts auf die Displays bekommen könnt. Displays sind so nice Metallbilder, die ihr so mit Magneten an die Wand machen könnt. Und ich mache das jetzt mal mit einem neuen Bild. Zack, das ist Karl Lauterbach, wie er
eine, ich sag mal, Zigarette raucht und Spark trägt. Das gibt's leider nicht im Shop zu kaufen, das habe ich mir selber gemacht. Aber es gibt viele, viele andere nice Displays. Und wenn ihr in der Videobeschreibung über meinen Link geht, dann bekommt ihr automatisch bei ein oder zwei Displays 35% Rabatt. Und bei drei oder vier kriegt ihr 39% Rabatt und ab fünf sogar 44% Rabatt. Die Aktion läuft bis zum 26.11. Also gönnt euch, Link ist in der Videobeschreibung. Es ist fantastisch. Und auch auf YouTube Shorts bzw. auf TikTok hat er ebenfalls so ein Gewinnspiel gemacht. Da schauen wir doch direkt mal rein. Kannst du uns ein iPhone 15 schenken? Ich glaube, das iPhone 15 ist überall ausverkauft, aber wir gehen jetzt in den Apple Store und gucken, ob ich noch eins für euch kaufen kann. Da drüben ist der Apple Store und beim iPhone 15 gibt es ja auch richtig schöne neue Farben. Ich bin im Apple Store, aber hier sind richtig lange Schlangen, aber ich habe die iPhones gefunden. Das hier ist dieses neue Pink. Ich finde das sehr wunderschön, aber ich will, dass es jedem von euch gefällt. Deswegen nehme ich das schon mal nicht. Schreib mir übrigens mal in die Kommis, was für eine Farbe dein aktuelles Handy gerade hat. Dann gibt es hier noch einmal Schwarz. Das finde ich aber ein bisschen zu basic. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Kleine oder das Große nehmen soll. Größer ist ja in allem eigentlich immer besser. Oh mein Gott, das war... Größer ist in allem immer besser? Das war das Letzte und es ist die schönste Farbe überhaupt, nämlich Babyblau. Das könnt ihr bekommen, wenn ihr mir einfach folgt und meinen neuen Song kostenlos presaved. Den Link dazu findet ihr in meiner Bio. Davon schickt ihr mir einfach einen Screenshot per DM. Ach, Dicky, bitte nicht auch noch das. Also, auch dieses iPhone wurde nicht verschenkt. Zumindest konnte man öffentlich nichts einsehen, weil da hat er nichts bekannt gegeben. Also, könnte es sein, man kann jetzt mal Theorien in den Raum stellen, könnte es sein, dass er sich selbst einfach ein neues iPhone gekauft hat und die Verpackung von diesem iPhone dann benutzt hat, um zu sagen, ich verlose das? Könnte das sein? Gegeben. Und allmählich habe ich das Gefühl, dass uns ein Zuckerpuppe mit diesem blöden iPhone angelogen hat. Nur damit man seinen Song streamt und damit er besser dasteht. Denn er ist eine ziemlich kritische Person und da tut es natürlich gut, wenn man der Community auch verspricht, ein iPhone zu verlosen. Und das, meine lieben Damen und Herren, ist einfach absoluter Schwachfug, wenn das alles... Schwachfug? ...ist der Wahrheit entsprechen sollte, wie ich das hier aufzeige. Es wäre einfach schon unangenehm, Digga. Ich meine, wenn er schon das eine gewinnt... Aber es ist halt, man reiht sich... Er reiht sich dadurch ja nur ein in eine lange Tradition von Gewinnspiel-Fakern. Gewinnspiel-Fake, dann ist es durchaus möglich. Das ist ja auch das andere. Also es ist ja literally eine Sache, die seit Jahren in der Szene passiert. Weil es halt so gut funktioniert. Du hast diesen Trigger-Point, dass du sagen kannst, hier ist was, das kannst du kriegen. Und Leute liken und folgen. Ne? Es ist einfach dieses, du löst es damit einfach aus so. Und ja, dann ist es so egal, ob du es danach auflöst. Gewinnspiel gefaked hat. Und also es funktioniert wahnsinnig gut. Wie sah das eigentlich hiermit aus? Denn Ende 2022 veröffentlichte er auch ein Video, bei welchem er Folgendes sagte. Das hier ist doch so krass, oder? Leute, wenn ihr das hier gewinnen wollt oder Neueres, ich weiß noch nicht, was ich an euch verlose am 24. Dann folgt mir jetzt auf Instiminzi, weil da werde ich nämlich am 24. eins verlosen und die Gewinnchancen sind ja relativ hoch, weil gerade läuft es ja nicht so gut wie auf YouTube und auf TikTok, aber ja, genau. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Infobox oder einem Zuckerpuppe auf Instagram. Dann sehen wir uns da wieder und ich kann euch auch beschenken. Oh mein Ich hoffe mal, dass er auch dieses iPhone verlost hat. Damals bin ich ihm noch nicht gefolgt, deswegen kann ich das jetzt natürlich nicht nachprüfen, wer dort gewonnen hat oder ob dort überhaupt jemand gewonnen hat. Ja, okay, dann weiß man es nicht, ne? Aber es ist halt komisch, dass er mittlerweile schon dreimal ein iPhone verlosen wollte und bei zweien bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es gefaked ist und bei dem von 2022 weiß ich es persönlich nicht. Aber die Vermutung ist natürlich groß, dass... Instiminzi. Ja, dazu sage ich mal nix, ne? Auch dieses nicht richtig verlost wurde. Also, das ist schon sass sein Urgroßvater. Aber wer weiß... Gewinnspiele-Fake ist doch wirtschaftlich strafrechtlicher Betrug, oder? Weil er lügt und verschafft sich damit einen wirtschaftlichen Vorteil. Ja, also das ist... Also Betrug? Ich glaube auch, es ist Betrug, ja. Es fällt unter Betrug. Bin jetzt... Müsste man den Solmecke mal fragen, aber ich denke, das ist Betrug. Ja. Weiß. Vielleicht ist Zuckerpuppe ja auch einfach nur der Halbbruder von Leon Masch. Und die Frage ist bei sowas immer, wer kann ihm jetzt ans Bein pissen? Weil bei manchen Sachen kann ja nur derjenige ans Bein pissen, der betroffen ist. So, also es könnte sein, dass sozusagen nur der Betrogene selbst ihm ans Bein pissen kann. Okay, das sind dann alle Leute, die mitgemacht haben. Das sind auf jeden Fall sehr viele. Aber es können auch Alpha Kevin und ich ihm, glaube ich, ans Bein pissen, weil er sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil wir Mitwettbewerber sind, weil wir auch Influencer sind. Und er verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass er da was faked oder so. Könnte man sagen. Könnte man so anführen. Share und auch von ApoRed. Und dementsprechend kann er nichts dafür, weil er hat es ja anders nicht gelernt. Doch gehen wir jetzt einfach mal weg von dem heutigen Zeug. Ich hatte mich unter anderem mal dafür interessiert, was... Warum will sich jeder ans Bein pissen? Keine Ahnung, Pissking, ich weiß nicht. Zuckerpuppe denn sonst so für qualitativen Content hochlädt, denn auf TikTok... Adrizo, er hat es vor ein paar Tagen aufgelöst. Hat er... Warte mal, hat er es nach dem Video von Alpha Kevin aufgelöst? Das, okay, das kam vor 11 Tagen.
das Video von Alpha Kevin. Das heißt, er hat es jetzt danach TikTok hatte eine massive Reichweite von über 2,2. Weil der Druck dann zu groß war oder was? Bei Millionen Abonnenten und irgendwas muss er ja richtig. Das wirkt dann nicht, als hätte er es vorgehabt aufzulösen. Ich mache und irgendwie muss der Content ja auch gut genug sein, dass er so viele Follower bekommt. Und naja, schauen wir einfach mal rein, was man heutzutage alles so braucht, um erfolgreich auf TikTok zu sein. Ich muss ins Krankenhaus. Ich habe gerade in meinem Ohr dieses kleine Teil hier verloren, weil ich nämlich meinen Ohrenschmalz auskratzen wollte. Ja, aber ich kann nicht ins Krankenhaus, weil wir haben Sonntag. Also ich weiß natürlich, dass die offen haben, aber ich will die auch gar nicht nerven, weil ich habe auch nur, weil ich so dumm bin. Aber ich habe online gelesen, dass man eine Wasserflasche füllen soll, das dann hier so dran drücken soll, damit es so aus dem Ohr rausfließt. Also so und dann irgendwie... Leute, ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Ich mache mal nochmal, da kam jetzt irgendwie nur nix. Aber bei ihm ist es doch leider so, dass seine Zuschauer, seine Fans eigentlich ja nichts mehr bei ihm glauben können. Also er faked ja so viel oder stellt auch so viel, dass... Maybe diese komplette Geschichte einfach ausgedacht ist. Also er lebt so in den Tag rein, könnte sein. Und er denkt sich dann irgendwie beim Ohrenputzen so, what if, was wäre, wenn ich das jetzt da was verlieren würde? Das wäre ja voll die gute Story. Könnte ja auch sein. Ich höre jetzt noch schlechter auf dem Ohr und es kam auch nichts raus. Ich glaube, ich muss wirklich ins Krankenhaus. Für Updates schaut meine Story und drückt das Plus. 2,2 Millionen Abonnenten sind für diese Leistung wirklich komplett gerechtfertigt. Unfassbar schlaue und innovative Inhalte. Und man merkt auch, wie er sich anstrengt, neue Ideen für kreativen Content zu... Ich fände es so anstrengend, so durch den Alltag zu laufen und die ganze Zeit zu denken, was kann ich mir irgendwie ausdenken, was Content macht. Bringen. Super. Und wo wir generell gerade so ein bisschen bei Schlauheit und auch bei Cleverness sind, stellt euch einfach mal vor. Ja, bei Dummheit sind wir gerade. Oh, ihr lädt eine Kooperation mit Temu ab, was auch richtig ist, weil Temu ist der größte Schmutz. Dann bestellt ihr aber selber Temu-Sachen, um das dann dort indirekt zu bewerben. Das, liebe Freunde, hat Zuckerpuppe tatsächlich zustande gebracht und ich komme bis heute im... Langsam. Warte. Er hat eine Kooperation mit Temu abgelehnt? Und dann doch für die Werbung gemacht. Umsonst. Immer noch nicht auf diesen Move klar. Temu hat mir einen hohen vierstelligen Betrag geboten, damit ich für die Werbung mache. Ich glaube aber, dass alle Sachen nicht nur billig sind, sondern auch scheiße. Deswegen habe ich abgesagt und mir die Sachen selbst bestellt. Und jetzt kriegt ihr meine ehrliche Meinung dazu. Er findet Temu scheiße, lehnt die Werbung ab, kauft sich dann aber selber viele Temu-Produkte, obwohl er weiß, dass er damit ja einen sehr schlechten Konzern unterstützt. Warte. Es sei denn, er sagt jetzt, dass die Produkte alle scheiße sind. Es sei denn, er macht das jetzt auf und sagt, boah, das fällt auseinander, das ist ja kacke, Leute, kauft niemals. Es sei denn, das ist so ein Review. Naja, schauen wir einfach mal weiter. Aber natürlich bekommt ihr auch die ehrliche Meinung von mir, wenn ich bezahlt wurde, weil wir testen alle Sachen vorher und nehmen die danach. Vielleicht erst am Video. Oh mein Gott, Leute, das Ding ist voll. Okay, ich würde sagen, wir packen erstmal hier die Teppiche aus, die ich bestellt habe. Oh mein Gott, geil. Die zwei Badematten haben jeweils 8,48 Euro gekostet und für den Preis ist die Qualität gut, aber trotzdem ein bisschen Gammel, weil die auch so dolle zerknickt sind. Als nächstes haben wir hier einen Hut drin und ich dachte mir, ich bestelle auch einfach mal einen Fake da, um zu gucken, wie gut die Fakes sind. Der Originale kostet über 100, der hier nur 10 und für den Preis ist die Qualität eigentlich ganz gut. Warum hat er kein Geld dafür genommen? Hä? Hä, das sorgt doch dafür, dass Leute das kaufen wollen. Ey, ich verstehe diesen Menschen nicht. Ich bin so fasziniert von diesen Menschen. Ich verstehe gar nicht, wie man so denken kann. Hä? Er denkt, nein, ich lehne das ab. Und dann wirbt er für diesen Hut, den man da kaufen kann. Hä? Ey Leute, ganz kurz, es gibt neue Pieces im Spark Store. Der Torn Hoodie und das Torn T-Shirt, das Spook T-Shirt, die Wire-Kette jetzt in schwarz, dazu auch Restocks vom Melting Smile T-Shirt, vom Wire Hoodie in Stonewashed und vieles, vieles mehr. Link ist in der Beschreibung, weiter geht's mit dem Video. Hier mit dem nächsten Badezimmerteppich für 12,50 Euro. Ihr merkt, ich bin Badezimmerteppich-süchtig. Schreibt mal in die Kommis, was für einen Online-Shop ich als nächstes für euch testen soll und drückt auf Plus, um das nicht zu verpassen. So sieht der Teppich für 10 Euro aus. Die Qualität ist auch akzeptabel. Backpapier für den Airfryer hat nur 2 Euro gekostet für 100 Stück. Ist okay. Also Fazit, billig, aber auch billig, doch eine Kooperation würde ich für die trotzdem nicht machen. Ja, hast du ja umsonst gemacht. Also er hat jetzt nicht nur Positives gesagt, aber also schon überwiegend den Eindruck vermittelt, dass es jetzt schon teilweise sich sehr lohnt, da zu kaufen. Das hat er ja schon rübergebracht, so. Schau mal, wenn du weißt, dass diese Firma exorbitant scheiße ist und dafür steht, dass... Ich rall das gar nicht.
ich reite es gar nicht. Leute ausbeuten und diese Menschen auch unter sehr schlimmen Bedingungen. Und er hat dafür Geld noch bezahlt. Er hat dafür Geld bezahlt. Arbeiten. Warum lässt du dir dann ein Riesenpaket zustellen von dieser Firma, um das auch noch halbwegs gut zu reden? Mit diesem Video hat er vermutlich mehr Werbung gemacht und den größeren Effekt bei den Zuschauern erzeugt, als wäre er direkt eine Kooperation mit denen eingegangen. Sehr... Ich versuche, irgendeinen Sinn darin zu finden in meinem Kopf. Ist das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass sie ihm das so umsonst zugeschickt haben und... Nee, ich reihe das alles nicht. Ich reihe das alles nicht. Schlau an der Stelle. Er spielt 5D-Schach. Ja, wirklich. Ich glaube, wir sind alle zu dumm. Wir sind alle zu dumm. Wir können nicht mal begreifen, wie intelligent diese Moves sind. Aber Zuckerpuppe hat sich auch an Videos von YouTube ausprobiert. Und da wurde es aber nicht sonderlich besser. Schön hätte ich es gefunden, wenn hier noch ein kleiner Spiegel drin ist. Für 200 Euro meiner Meinung nach auch zu erwarten. Weißt du, was auch zu erwarten wäre? Wenn man bei einem Gewinnspiel teilnimmt und dann auch wirklich die Möglichkeit hat, ein iPhone zu gewinnen. Wisst ihr, er beschwert sich über irgendeinen ranzigen Kalender, aber faked sein Gewinnspiel für Geld und Klicks. Das sind mir ja die richtigen. Mal schauen aber, ob Zuckerpuppe überhaupt seinen Führerschein verliert. Scheint ja bei dem Titel etwas... Ich verliere meinen Führerschein. Was äußerst Heftiges gewesen zu sein. Leute, ich wurde einfach geblitzt. Ich will eine Live... Nee, verliere ich meinen Führerschein? Entschuldigung. Es steht nicht, ich verliere meinen Führerschein, sondern verliere ich meinen Führerschein. Was hat er gesagt? Scheint ja bei dem Titel etwas äußerst Heftiges gewesen zu sein. Leute, ich wurde einfach geblitzt. Ich will eine Live-Reaction auf... Das sieht aus wie Botox-Lippen. Ich meine, jetzt auch das nicht. Er wurde geblitzt. Ich sehe aus wie Wolfgang Job. Das war's. Mehr kam. Aber wüsste er dann nicht, ob er seinen Führerschein verliert? Weil entweder war er so schnell, dass er den Führerschein verliert oder halt nicht. Kam zu diesem Titel auch nicht. Er wahrscheinlich halt nicht. Er wurde tatsächlich geblitzt. Wie viel er drüber war, das wissen wir nicht. Hat er denn jetzt seinen Führerschein verloren? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Er hat einfach nur ein Bild gezeigt. Und theoretisch muss es noch nicht mal ein Blitzerbild gewesen sein. Er hätte sich das so einfach ausdrucken können. Also, da hat man keine Informationen gesehen. Und man weiß auch nicht, hat er jetzt seinen Führerschein verloren oder es kam gar nichts drin vor davon. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dieser Titel war maximaler Bait. Aber okay, baiten. Ey. Kann man ja ein bisschen, möchte ich jetzt gar nicht zu viel dagegen sprechen, macht jeder irgendwo mal. Doch schaut euch trotzdem mal den nächsten PS5-Bait. Bewusst blitzen lassen für Content? Ja, weiß ich nicht, ob bewusst für Content, weil das ist, jeder wird doch irgendwann mal geblitzt. Also das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis man mal geblitzt wird. Denn sein Video ging nämlich so hier los. Oh ne, oh mein Gott, eine PS5? Warte, was? Wie cool ist das? Na, schau. Ja, eine PS5 ist einfach cool. Mal an, was er dort wirklich erworben hat und ob er dort wirklich eine PS5 bekam. Weiter geht's mit der Kiste hier. Hier haben wir einmal... Oh mein Gott, eine PS5? Ach, okay, so ein PS5-Spiel, oh mein Gott. Nur ich dachte, hier wäre eine PS5 drin. Was? Für einen kurzen Augenblick? Dachte er, das ist eine PS5. Oh mein Gott, eine PS5? Holt es raus, guckt es sich an, zögert. Ach, okay, so ein PS5. Ach so, ist ja nur ein PS5-Spiel. Digga, dieser Dude ist so fake, ne? Ich habe das Gefühl, wirklich, in allem, was dieser Mensch macht, ist einfach fake drin. Ist einfach, ich möchte nicht so sein, wie ich gerade bin, sondern möchte irgendwie Geschichten dazu erfinden oder so. Vielleicht war einfach der Gedanke, hey, wenn ich am Anfang Blurry Picture mache und dann irgendwie, weiß ich nicht, in den Teaser vom Video, oh mein Gott, eine PS5 reinschneide, dann ist es, vielleicht macht das mehr Klicks oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung, was in dem Kopf vorgeht in dem Augenblick, aber es ist mit Sicherheit nicht authentisch gewesen, was wir da gerade gesehen haben. Fünf Spiele, oh mein Gott, nur ich dachte, hier wäre eine PS5 drin. Ja klar, hast du eine PS5 ist da drin. Ja, stimmt. Die PS5 sieht heutzutage aus wie eine CD. Junge, hier bekommt man wirklich ernsthafte Schmerzen, wenn man sich jedes seiner Videos anschaut. Und glaubt mir, ich war so hobbylos und habe mir für sein letztes und sein jetziges Video fast jedes Video auf seinem Kanal angeschaut und ich... Tut mir leid. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und vor allem habe ich mir auch die Sachen von ganz früher reingezogen. Und was mir da entgegenkam, war einfach noch größerer Schmutz, als was ich bis jetzt erlebt habe. Denn schauen wir uns einfach mal an, was Zuckerpuppe schon damals für Promo mit einer Freundin namens Young Stachel gemacht hat. Vielleicht wissen es einige auch schon, aber Young Stachel hat tatsächlich für Promo-Zwecke eine Schwangerschaft gefaked und Zuckerpuppe hat dort natürlich mitgespielt. Dazu hatte Kaiser übrigens auch schon ein Video veröffentlicht und da hat er Folgendes gezeigt. Und ich habe jetzt... Habe ihn mal angerufen, der ist jetzt extra aus Berlin für mich hierher gekommen.
machen jetzt den Test zusammen und schauen mal, was dabei rauskommt. Ist er erstaunt oder gähnt er? Ach, er gähnt. Danke für eure lieben Nachrichten, ich melde mich später. Ja, okay, warte. Also, einem Zuckerpuppe, nachdem gezeigt wurde, dass sie einen Schwangerschaftstest macht und denkt, dass sie maybe schwanger ist, hat er, ist das so eine Milchflasche hier? Ich glaube, ihr könnt es noch schlechter erkennen als ich. Stachel ist angeblich schwanger. Ja, und dann hat er mit einem Timer. Timer gemacht mit einer Babyflasche. Also, er soll nicht mal der Vater sein, ne? Ganz wichtig. Er ist nur ihr Kumpel, der extra aus Berlin gekommen ist, um mit dem Video zu sein. Um mit diesen Schwangerschaftstest zu machen, den sie auf TikTok zeigen wollen. Denn es ist wichtig, wenn man gerade frisch schwanger wird, in einer Situation, in der man eigentlich vielleicht sogar überfordert damit ist. Es ist erstmal wichtig, da einen TikTok für zu tun. Also, Young Stachel scheint hier schwanger zu sein und Zuckerpuppe ist extra zu ihr gefahren für die Unterstützung. Was ein Ehrenmann. Doch, total. Wie ging es denn nun weiter? Naja, ganz zufälligerweise hat einem Zuckerpuppe kurz nach dieser Schwangerschaft einen Song namens No Needy veröffentlicht. Was für ein Zufall! Was für ein Zufall! Und dort war auch Young Stachel zu sehen. Also die beiden haben dort miteinander interagiert und kooperiert. Und glaubt mir, ihr habt wirklich gar nichts verpasst, wenn ihr diesen Song nicht gehört habt. Digga, was haben die alle für einen Namen? Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nicht über weirde Namen was sagen. Denn ich habe auch einen weirden Namen. Klang so hier. Ich bin zu shiny, LSF 50, Shades of Grey, Girls Night in the City, Shoutout Sonny Black und Shindy, alle werden ge- Ich brauche kurz vor Schnaufpause. Das ist jetzt nicht Hate gegen Genres, die ich nicht höre, oder Hate gegen ihn, weil er sich daran tried. Das ist einfach Musik. Also das soll es ja auch sein. Das soll ja auch klingen. Gelb vor Night, Sweetie Springfield. Also, Shindy wird bei diesem Gesang mit Sicherheit nicht neidisch. Hat er gesagt, Shindy wird neidisch? Die Shades of Grey, Girls Night in the City. Mhm. Die Shoutout, Sonny Black und Shindy, alle werden gelb vor Night, Sweetie Springfield. Ja, alle werden gelb vor Night, so wie Springfield. In the City, Shoutout, Sonny Black und Shindy, alle werden gelb vor Night, Sweetie Springfield. Swiftie Springfield? Was? Alle werden gelb vor Night und dann irgendwas mit Springfield. Ja, Springfield wegen Simpsons, gelb, ja, ich verstehe schon. Also, Shindy wird bei diesem Gesang mit Sicherheit nicht neidisch. Schließlich habt ihr dort sogar... Shindy voll neidisch, wenn er das... Wenn, boah, Digga, wenn Shindy das hört, hui. Ein gekennzeichnetes Placement in einem Musikvideo. Was noch mehr darauf hindeutet, dass diese Fake-Schwangerschaft nur deshalb gemacht wurde, dass man möglichst viele Klicks auf das Video zieht, damit man mehr Geld für diese Werbung bekommt. Aber gut, geben wir uns das Lied einfach mal weiter. Picks von euren Dicks, no needy. Picks von euren Dicks, no needy. Flexvollen Stress, no needy. Flexvollen Stress? Ich verstehe es nicht mal. Flut für die Klicks, no needy. Flut für die Klicks? No Needy? Was ist das denn für eine Line? Boys in Bikini, yes. Okay. Flut für die Klicks? No Needy? Easy. Er singt einfach. Flut für die Klicks? No Needy? Flut für die Klicks? No Needy? Ich weiß nicht mal, was das heißen soll. Vicky, ihr habt nicht... Ist das eine Anspielung an 24 Tim? Ist das so ein Seitenhieb an 24 Tim? Dass 24 Tim ja, irgendwie mit Flut Klicks machen wollte? Die Schwangerschaft gefaked für Klicks. Lebt ihr beide irgendwie geistig hinterm Mond oder was ist? Ah, okay, Chat. Okay, ich hab's entblättert. In meinem Gehirn. Was ist denn los bei euch? Doch am schönsten. Lange für gebraucht. Das ist natürlich, wenn man bewusst Dinge faked, um sich dann zu entschuldigen, um die Ehre wieder herzustellen. Denn aufrichtige Menschen sind schließlich die guten Menschen unter uns. Wir wollten uns für unsere Videos entschuldigen, wir wollten damit niemals irgendjemanden angreifen. Wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es irgendjemanden überhaupt verletzen könnte. Ja, also ich entschuldige mich auch nochmal aufrichtig bei allen Menschen, die ich damit verletzt habe. Sei es Menschen, die keine Kinder bekommen können, die schon mal ein Kind verloren haben. Vielleicht daran sind... Oder die sich einfach eins wünschen. Ja, genau. Ey, aber... An der Stelle einmal relativierend und einschränkend. Ich finde es gut, dass sich Leute entschuldigen, wenn sie eine Sache gemacht haben, die jetzt nicht so nice war. Ich finde, das ist eine Sache, die wir als Gesellschaft positiv bestärken sollten, dass Leute sich so verhalten. Wenn wir darüber ablästern, wenn sich Leute so verhalten, dann machen es Leute halt irgendwann nicht mehr.
Das war nicht unser Plan. Es ist wirklich nach hinten losgegangen. Wir haben auch die Videos rausgenommen, nicht weil wir gemerkt haben, das bringt nicht gut Klicks, sondern einfach nur, weil wir nicht mehr Leute damit triggern wollten, weil wir selber eingesehen haben, dass es... Sollte halt ernst gemeint sein. Ja, aber es wirkt auf mich jetzt nicht so, als wäre es komplett nicht ernst gemeint, als wäre es jetzt komplett hingegangen oder so. Das ist ein riesengroßer... Klar, kannst du den glauben oder nicht glauben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett... Fehler von uns. Genau, und wir haben auch nicht direkt darüber gesprochen, weil wir nicht in dieser Welle einfach... Genau, das war keine Non-Pology, sehe ich genauso, ne? Sie haben schon gesagt, wir haben ja gebaut, sorry, es tut uns leid an die und die, ja. Einfach noch mehr Aufsehen darum... Haben sie doch gesagt. ...generieren wollten und noch mehr Leute einfach damit triggern. Warte. Anstatt einfach zu... Klar hätten sie es besser machen können. Ich finde trotzdem, einschränkend müssen wir sowas immer als was generell Positives ansehen, weil sonst macht es irgendwann keiner mehr. Sagen, dass man richtig... Weil sonst ist es dann, sonst fällt sich jeder irgendwann wie Leroy, dass man einfach sagt, ich habe sowieso nichts davon, dass ich irgendwie eine Entschuldigung ausspreche. Richtig scheiße war und das alles nur für die Klicks gemacht hat, pushen die sich auch noch damit, dass sie ja die Videos offline genommen haben, um nicht noch mehr Klicks zu machen. Ey, Mann, wie gütig sind die denn bitte? Denn am Ende des Tages geht es denen ja nicht um die Aufmerksamkeit. Das sind wahre Ehrenmenschen. Ja, stimmt. Eine Fake-Schwangerschaft macht man natürlich nicht für die Aufmerksamkeit oder für die Klicks. Man macht das natürlich um was eigentlich? Natürlich ist das für die Klicks gemacht. What the... Wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Junge, diese beiden sind so unfassbar dreist. Aber das zeigt mir, dass man heutzutage keinerlei Talent braucht, um so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Später entstand dann noch ein Video, bei welchem Monte diesem einen Zuckerpuppe und Young Stachel gefrontet hat. Und die Reaktion von Zuckerpuppe war folgende. Das sind zwei absolut widerwärtige Menschen. Aus seinem Pegel kommt auch noch nicht mal Samen raus. Guck dir den nochmal an. Das ist ein kleiner... Also ich habe heute versucht, was Gutes zu tun. Weiß ich nicht. Was hast du heute gemacht? Wieder Leute in die Spielsucht getrieben? Drückt das Plus? Naja. Ja, ist halt ein Konter. Aber nur, weil er filmt, also... Und widerwärtige Menschen. Aus seinem Pegel kommt doch noch nicht mal Samen raus. Also, Monte sagt, aus seinem Pegel kommt kein Samen raus. Guck dir nochmal an, das ist ein kleiner... Und... Also ich habe heute versucht... Er zeigt dann, guck mal, hier, ich filme Berliner Samenbank... Ich habe was Gutes getan. Also so, ich habe Samen gespendet oder so. Aber der Content von einem Zuckerpuppe ist so unauthentisch, auf so vielen Ebenen schon so häufig, dass man auch das ja nicht glauben kann. Also er kann ja auch einfach nur Berliner Samenbank kurz abgefilmt haben. Versucht, was Gutes zu tun. Und was hast du heute gemacht? Wieder Leute in die Spielsucht getrieben? Naja, schau mal. Du wirkst bei Fake-Schwangerschaften mit. Plus, du machst einfach Fake-Gewinnspiele. Dazu baitest du gefühlt bei jedem Video auf wirklich dreisteste Art und Weise und dein Content ist einfach wirklich maximaler Schmutz, zumindest für mich persönlich. Also, ich glaube, mit Gegenfronts gegen Monte wirst du nicht unbedingt erfolgreich sein, wenn du sowas machst. Auch wenn Monte natürlich... Ja, ich glaube auch nicht. Also, in den Gegenfronts gegen Monte, also einem Zuckerpuppe ist schon noch ein anderes Level so. Ist auch nicht der unschuldigste Mensch ist, den kann man durchaus auch für einige Sachen kritisieren, die er vor allem in der Vergangenheit gemacht hat. Aber die größte Dreistigkeit an der ganzen... Aber halt nicht so auf dem Level wie einem Zuckerpuppe, das stimmt schon. Sache hatte sich der Kanal Dickster Pop Stories erlaubt, denn die haben auf YouTube ihr Video ernsthaft folgendermaßen genannt. Fail bei der Emoji Challenge. Erkennt No Needy Star? No Needy Star Zuckerpuppe. Kein Song. Erkennt No Needy Star Zuckerpuppe keinen Song? Aber ganz kurz, kann das sein, dass einfach der Song über das Label Dickster Pop, von wem ist nochmal Dickster Pop? Das ist doch irgendwie von entweder Universal oder Sony oder ich weiß nicht was, dass einfach der zu dem Label gegangen ist und deswegen hier dann gepusht wird und dargestellt wird als Star, obwohl er kein Star ist. Also ja, weiß ich nicht. Wo zum Teufel ist einem Zuckerpuppe bitte ein Star? Und vor allem, was für No Needy Star? Also. Komm mal runter, Digga. Haben die sich überhaupt mal den Song reingezogen? Beziehungsweise auch einfach mal geschaut, was das für Bewertungen hatte? Dieser Song hat einfach 9000 Likes und fast 60.000 Dislikes. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall von einem richtigen Star reden. Maximal bekomme ich hier einen grauen Star, das war's aber auch. Ich kann das alles nicht mehr. Aber wer auch einen WLAN-Router mit einem WLAN-Verstärker verwechselt, der muss halt auch einfach einen No-Needy-Star sein. Hab ich hier was richtig Geiles. Oh mein Gott! Ein WLAN-Router! Geil! Oh mein Gott, Leute, ich habe mir erst vor einem Monat einen gekauft für 200 Euro. Ja. Ja. Come on, aber das kann mal passieren. Das kann doch jemandem mal passieren. Geil!
dass er da WLAN sieht und das Einzige, was er kennt, wenn es um Wi-Fi geht, ist ein Router. So, wenn er nicht weiß, was irgendwie ein Repeater oder was das dann ist. Monat eingekauft für 200 Euro. Ja, Leute, das ist übrigens der kleinste Router der Welt. Vor allem hatte er noch gesagt, dass er zuvor schon die ganzen Produkte angeschaut hat, um zu schauen, wie viel die ganzen Sachen kosten. Also spätestens da hätte er doch merken müssen, dass das kein WLAN-Router ist. Aber drauf. Egal, das war jetzt auch nichts Kritisches. Ich fand es nur einfach lustig, weil das mal wieder gezeigt hat, dass das Niveau wirklich im Keller ist. Also, was lässt sich denn noch zu unserer Zuckerpuppe sagen? Der Typ ist in meinen Augen wirklich ein absoluter Schnacker. Er bewirbt exzessiv seinen Song mit Fake-Promo, indem er beispielsweise ein Auto anmalt, meint es sei ein Kratzer und mit irgendeinem Trick könnte man diese Kratzer einfach wegwischen. Ja, das haben wir gesehen. Ich gehe da einfach rüber und die sind alle weg, alle Kratzer sind weg. Aber wenn das trocknet, sind die Kratzer im Auto. Ich betone, ich habe Expertise, was Autos angeht. Vor allen Dingen, ich finde auch die Art, wie das abgeht, also ich stimme ihm zu, also dass er wirklich nur so ganz leicht drüber geht, so einmal und dann ist hier so in der Mitte ein bisschen was weg und hier halt so wie, wenn jetzt jemand hier im Stream reinkommt, denkt er, ich würde meine eigenen Videos hier im Stream gucken und auf eigene Reactions nochmal reacten. Auch ganz weirder Augenblick. Wenn man da irgendwie kreidet, ich bin schon sehr selbst fokussiert drauf hätte und man macht's halt, ne? Also, oder halt irgendwie einen Stift oder lass mal ab nächstem Stream, lass mal häufiger meine Sachen gucken, dass ich mich noch mehr sehe. Das wäre halt voll gut. Weggewischt wird. Und jetzt spielt er halt während des Videos noch seinen Song ab, um den zu pushen. Und generell ist das Niveau auf seinem Kanal in meinen Augen G0. Mir tun die Zuschauer halt wirklich leid, die dort ernsthaft denken, dass sowas wirklich qualitativer Content ist. Bildet euch bitte nichts drauf ein. Am Ende des Tages habe ich natürlich auch gar keinen Einfluss darauf. Ich kann wirklich nur sagen, ein Zuckerpuppe ist in meinen Augen wirklich Schmutz. Für mich wirkt diese Zuckerpuppe schlichtweg wie ein Abklatsch von 24Tim. Und 24Tim ist jetzt auch kein Paradebeispiel für einen guten Influencer. Also, ja, aber irgendwie ein Abklatsch in schlechter, finde ich. So, Zuckerpuppe, bitte lösch dich doch oder löse einfach deine Gewinnspiele auf. Damit hättest du deine Ehre definitiv wiederhergestellt. Und nö, nicht komplett, aber in diesem Punkt. Hiermit bitte ich auch nicht komplett, aber ich euch um ein Like, falls ihr das noch nicht getan habt. Also, wenn nach so einem Video man, also wenn man so ein Video braucht, um dann irgendwann was aufzulösen, dann ist es jetzt nicht so, okay, du hast deine Ehre komplett wieder. So, okay, du hast deine Ehre ein bisschen wieder, so. Denn die Schmerzen beim Erstellen dieses Videos waren immens. Ich habe mir viel zu viel reingezogen. Schreibt auch super gerne einen Kommentar für den Algorithmus unten rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Schwänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ciao. Video wird geliked, folgt Alpha Kevin. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr.